Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Chakra-Video. Wir sind jetzt im April bereits beim vierten Chakra, beim Herzchakra angelangt. Und noch nie hat diese Kulisse farblich so gut gepasst wie heute, denn die Farbe des Herzchakras ist natürlich grün. Und die zentralen Themen des Herzchakras sind ganz klassisch Liebe, Mitgefühl, Menschlichkeit, Zuneigung, Geborgenheit, Offenheit, Toleranz. Das ist einfach das Zentrum der universellen, überpersönlichen Liebe. Das, was uns mit den anderen Menschen einfach verbindet. Und deswegen eigentlich auch die Farbe Grün, weil die für Harmonie und Ausgeglichenheit steht. Und das Herzchakra ganz klassisch befindet sich mitten auf der Brust. Also nicht so nach links versetzt wie das Herz, sondern wirklich mitten auf der Brust. Und hat dadurch natürlich Einflussbereich auf den gesamten Brustkorb, das heißt auf Herz, auf Lunge, auf den Kreislauf, aber auch auf die Haut, aufs Blut, auf Hände und Arme und die obere Rückenpartie. Und aus dem Herzchakra heraus strömen die Kräfte, die den Menschen mit seinen Mitmenschen verbinden. Und das ist ja etwas ganz Wertvolles und Kraftvolles. Und wenn man ein starkes Herzchakra hat, das heißt, wenn das nicht blockiert ist, wenn die Energien dort frei fließen können, dann können egoistische Interessen ganz, ganz einfach überwunden werden. Man ist voller Toleranz und damit auch Mitmenschlichkeit. Und man kann sehr leicht Verantwortung für andere übernehmen, für unsere Kinder zum Beispiel. Und sich selbst, und das ist ja auch ganz, ganz wichtig, sich selbst liebevoll annehmen. Das heißt, Thema Selbstliebe ist beim Herzchakra natürlich auch sehr, 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 sehr stark. Es fällt uns dann einfach sehr leicht, uns anzunehmen mit allen Ecken und Kanten, wenn unser Herzchakra bei uns gut ausgeprägt ist. Wenn wir jetzt aber ein blockiertes Herzchakra haben, beziehungsweise könnt ihr anhand dieser Punkte gleich feststellen, ob ihr vielleicht ein blockiertes Herzchakra habt. Denn dann hat man irgendwie so eine lieblose und verbitterte Haltung. Man hat auch das Gefühl, von anderen getrennt zu sein, isoliert zu sein. Man hat Kontaktschwierigkeiten und fühlt sich manchmal auch einsam. Also das heißt, wenn ihr zum Beispiel wie ich vielleicht Single seid und mit der Einsamkeit Probleme habt, dann arbeitet mal an eurem Herzchakra. Oder wenn ihr euch als Mama isoliert fühlt von Bekanntschaften, von anderen Frauen, arbeitet auch mal an eurem Herzchakra, weil das stärkt euch wieder, macht euch selbstbewusster, lässt euch wieder leichter auf andere zugehen und Kontakte knüpfen. Und wie könnt ihr das wieder machen? Wie könnt ihr mit dem Herzchakra arbeiten? Ich verlinke euch in der Infobox wieder Meditationen zum Herzchakra sowie Yoga-Übungen zum Herzchakra, die ihr hier auf YouTube findet. Wenn ihr mit Edelsteinen arbeitet, dann wären jetzt die passenden Edelsteine Smaragd, Jade und Rosenquarz. Und die könnt ihr einfach so in der Hand halten als Handschmeichler. Ihr könnt die als Schmuck tragen. Ihr könnt die einfach zum Beispiel während der Meditation aufs Herzchakra auch auflegen. Natürlich Tees von Chakmoni, der Herzchakra-Tee. Also die Seite von Chakmoni verlinke ich euch wieder unten in der Infobox. Mit meinem Rabattcode, den könnt ihr wieder benutzen. Es gibt jetzt wieder Prozente auf die Herzchakra-Produkte. Wenn ihr da einfach mal durchguckt und wenn euch was gefällt, es gibt auch sehr schönen Schmuck, den man dann einfach so täglich bei sich tragen kann und damit sein Herzchakra stärkt. Wenn ihr mit ätherischen Ölen arbeitet, sind es in diesem Monat Jasmin und Rose. Also je nachdem, was euch vielleicht vom Geruch her besser zusagt. Und Gewürze Safran. Also vielleicht wollt ihr einfach ein bisschen mehr Safran in euren Gerichten beifügen. Schreibt mir gerne in den Kommentaren, wie bisher die Chakra-Challenge bei euch so läuft. Was ihr vielleicht schon an Veränderungen an euch feststellen konntet. Ansonsten, wenn ihr euch gerne austauschen möchtet mit Leuten, die die Chakra-Challenge gerade machen, kommt sehr, sehr gerne in meine Facebook-Gruppe, die ist unten verlinkt. Dort gibt es ein paar Mamas, die an der Challenge teilnehmen und die sich da gerne ein bisschen austauschen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich wünsche euch jetzt 4 wundervolle Wochen mit eurem Herzchakra und wir sehen uns ganz bald wieder beim nächsten Mal. Bis dahin, tschüss!